to a savage. Ich habe gerade das beste Beispiel für mit Windschutz und ohne Windschutz. So ist mit Windschutz, so ist jetzt ohne Windschutz. Das ist ein richtiger Unterschied, was? Finde ich voll geil. Okay, Teil 2, jetzt schon. Ist gerade verdammt schräg für mich, weil ich habe noch nicht mal Teil 1 geschnitten. Ja, ich werde den PC ein bisschen aufrüsten. Je nachdem sogar ein neues Gehäuse kaufen, wenn ich eins finde, das passt und nicht allzu teuer ist. Und dann kriegt das ein Kollege von mir geschenkt, weil... Also ein Freund von mir, keine Ahnung, ich kapiere das immer nicht in Hochdeutsch. Seine Mutter erlaubt ihm nichts zu kaufen, also rüste ich den jetzt ein bisschen auf. Prozessor ist zwar dann immer noch scheiße, aber es wird zumindest zockbar sein. Und es kommt alles rein. Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Festplatte. Und eben je nachdem neues Gehäuse und sonst ein Gehäuselüfter. Wir werden sehen. Und zuerst mal Konrad. Jetzt mal nach Zug verpasst, wie üblich. Und okay, für mich dauert es jetzt 1,5 Stunden. Bis gleich. Oh Leute, ich hab's geschafft. Zum zweiten Mal in einer Woche hier. Also ja, letzten Samstag und jetzt diesen Samstag. Wow. Okay, geh ich mal rein. Alter, nein, das ist voll der geile Laden. Dort drin hat es einfach alles. Das letzte Mal habe ich zum Glück ein bisschen mehr Zeit, mich noch ein bisschen umzuschauen. Habe mich letztes Mal angekackt, dass ich gleich wieder gehen musste. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, bin ich gerade weit gefahren, dann gehe ich jetzt am nächsten Samstag einfach schon wieder. Ich war mir leider nicht sicher, ob ich im Konrad filmen darf. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Und das ist ja mal richtig der geile Laden. Alter, ich will dort einziehen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so ziemlich alles bekommen, was ich wollte. Und die Gesamtkosten bis jetzt insgesamt laufen sich auf irgendwo zwischen 400 und 500 Franken. Weiß nicht so sicher. Ich stelle das Zeug jetzt nach Hause. Ich gehe dann auf Bern wieder, weil ich gehe noch ins Kino mit dem. Jetzt bin ich komplett broke. Okay, ich wollte noch mehr sagen, dann habe ich es gerade vergessen. Ja, es hat schon wieder den ganzen Tag gedauert. Okay, bis gleich noch. Schön. So, okay Leute, wir haben diverses Zeugs gekauft, wie ihr seht. Also ich, besser gesagt. Das Problem ist nur, das Ganze war alles ungeplant und wahrscheinlich wird es einen Haufen Probleme geben. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob das Board reinpasst ins Gehäuse. Ja, wenn nicht, dann werden wir das halt irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendwie befestigen. Wir werden sehen. Ich habe das leise Gefühl, dass es nicht reinpasst. Sieht sehr speziell aus, aber ja, wir werden sehen. Die Hülle, die Cases noch hier, das Gehäuse. Das ist nicht davon, das sind meine Handysatzteile. Okay, ja, ich mache glaube ich einen dritten Teil draus. Dann kommt der Zusammenbau morgen als dritter Teil. Schübidu!